In der Hagia Sophia in Istanbul hat am 24. Juli das erste muslimische Freitagsgebet seit 86 Jahren stattgefunden. Das im 6. Jahrhundert erbaute Kirchengebäude diente unterdessen als religiös neutrales Museum. Der türkische Präsident Erdogan hat mit der Umnutzung zur Moschee ein Wahlversprechen eingelöst. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, Erzpriester Radu Konstantin Miron, sprach vom Ende einer Epoche. Dass Erdogan den 24. Juli als Datum der Umwidmung gewählt hat, lasse nichts Gutes erahnen. Es handle sich um den Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrages von Lausanne aus dem Jahr 1923, in dem unter anderem die Rechte der nichtmuslimischen Minderheiten in der Türkei festgeschrieben wurden. Erdogan habe diesen Vertrag zuletzt immer wieder in Frage gestellt, so Miron. Seine Vorliebe für Symbolpolitik, die durch diese Datumswahl deutlich werde, gehe offensichtlich zulasten der christlichen Minderheit in der Türkei. Der frühere EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber sprach von einem symbolischen Akt, der an Dramatik kaum zu überbieten ist. Die Umwandlung sei eine klare Absage an religiöse Toleranz. Gegenüber Zeit Online sagte Huber: Der Traum von einem friedlichen Zusammenleben der Religionen in der Türkei ist ausgeträumt. Der ägyptische Großmufti und islamische Rechtsgutachter Scheich Shafqi Ibrahim Alam bezeichnete diese Umwandlung einer Kirche in eine Moschee als illegal. Am 24. Juli hätten die Olympischen Spiele in Tokio beginnen sollen. Sportler und Fans sind enttäuscht. Das krisenerprobte Japan kämpft aktuell mit dem Coronavirus. Vor 9 Jahren war es der Unfall im Kernkraftwerk von Fukushima. Der hat Auswirkungen bis heute. Menschen mit dem Evangelium zu erreichen sei schwierig. Das erklärt Satoru Nakano, einer der Leiter der Brüdergemeinde in Gunma. In Japan liegt der Christenanteil bei weniger als 1%. Das heißt, Katholiken, Protestanten und alle anderen christlichen Glaubensgemeinschaften liegen zusammen bei unter 1%. Das ist sehr wenig. Wir sind also eine Minderheit. Das erst einmal ganz allgemein zu Japan. Nun kommen wir zum Christentum in Fukushima. Die Christen, die es zu Zeiten der Explosion des Kernkraftwerks gab, sind größtenteils weggezogen, weil die Strahlung ein hohes Risiko für die Gesundheit darstellte und die Mütter, eben auch die christlichen Mütter, sich und ihre Kinder der Gefahr nicht weiter aussetzen wollten. Ähnlich wie die Bevölkerungsdichte ist auch die Kirche in Fukushima sehr schwach. Ohne den Einfluss der Eltern lässt sich die junge Generation hier nur schwer für das Christentum begeistern. Das ist ein großes Problem. That is a great problem.